Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zum Early Access von Surviving the Aftermath. Wir haben eine weitere Pandemie angekündigt, wo ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob das die zweite Welle ist oder einfach eine neue Pandemie. Auf jeden Fall habe ich ein weiteres medizinisches Zelt gebaut, was ich gerne im nächsten Schritt machen möchte, ist vielleicht auch noch einen weiteren Wasserbrunnen. Eigentlich würde ich gerne direkt auf den Bohrbrunnen gehen. Ich glaube, ich gehe das Risiko auch mal ein und baue deswegen erstmal eine große Windturbine. Die Frage ist, wohin? Hier passt es angeblich hin. Dann baue sie da hin. Und dann können wir im zweiten Schritt den großen Bohrturm bauen. Das ist nämlich, glaube ich, deutlich effektiver, als jetzt mit diesen kleinen Wasserbrunnen hier weiterzumachen. Andererseits, also beziehungsweise, wir brauchen eh mehr Strom, von daher ist das auch alles okay. Ja, wir haben kein Metall. Pff, ich weiß, es ist ein Dauerproblem. Wir haben mittlerweile schon 3 von den Metallextraktoren. Und wenn ich jetzt die Pandemie nicht hätte, würde ich fast sagen, wir bauen noch einen 4. Das ist echt krass. So, jetzt wollen wir mal kurz auf die Weltkarte gucken. Die können nichts machen. Wir gehen mal ein bisschen in die Zeitbeschleunigung. Oh, jetzt. So, dann sie hier. Nee, du bist nicht busy. Du gehst jetzt mal bitte zurück nach Hause. Sie hier geht auch mal Richtung nach Hause. Auch wenn sie da nochmal looten könnte, aber ich will jetzt erstmal die Medikamente zurückbringen. So, er hat... Ach komm, geh auch mal nach Hause. Wir bringen sie mal alle Richtung nach Hause, damit sie vor der Pandemie wieder da sind. Er auf jeden Fall. Da ist unser Lauchheim. Sie haben wir schon beim letzten Mal Richtung nach Hause geschickt. Und sie hat, was hat sie denn dabei? Sie hat im Moment gar nichts dabei. Die Teile hier würde ich jetzt nicht looten wollen. Es ist mir zu heiß, dass sie dabei drauf geht. Aber wir können sie mal hier die nächsten Sektoren aufdecken lassen. Okay, Jodtabletten. Ist jetzt nicht unbedingt was, irgendwas, was wir brauchen. Und wir haben immer noch das... Also was heißt Problem? Aber wir haben immer noch den Fakt, dass wir einen Spezialisten ja schon verloren haben. Was... ja, das war jetzt nicht so geil. Eine Gruppe Überlebender ist am Tor angekommen. Du musst dich entscheiden. 12 Kinder... 11 Kinder und 12 Erwachsene. Und ich hatte ja beim... Wir ignorieren sie erstmal. Gebt die Hoffnung noch nicht auf. Es werden Leute mit Essen für euch alle kommen. Mit Technologie, die dieses Land in den Paradies verwandeln werden. Aha. 12 Erwachsene, 12 Kinder. Wisst ihr, wie viele Häuser wir dafür bauen müssten? Das sind 23 Leute. In das zweistöckige Haus passen 8. Das heißt, wir müssen 3 Häuser bauen. Die Ressourcen dafür haben wir... Wir ignorieren sie erstmal. Also, ich bin ja ein sehr gutmütiger Mensch. Ich weiß halt nicht, was die Konsequenzen sind, wenn wir jetzt welche ablehnen würden. Ob unsere eigenen Leute sauer werden. Aber wir haben mittlerweile, wir müssten eigentlich erstmal die normalen Notunterkünfte zu normalen Häusern umwandeln. Also, ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Was ich mal noch machen will. Was kostet denn ein weiterer Fallensteller? Der ist relativ günstig. Den können wir mal hier oben hinpacken. Einfach um mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Wie sieht es denn hier aus? Es fehlt immer noch an Metall. So, Lagerstätte ist leer. Plastik aufgebraucht. Gut, es ist schön, dass du zum Plastik springst, obwohl wir vielleicht... Also, ich finde das ein bisschen ungünstig gelöst. Ich muss mal hier auf Einfahrgeschwindigkeit gehen, damit wir uns das Gebäude suchen. Das ist das Sägewerk. Schürfzug für Metall. Spezialisten... Oh, machen wir mal kurz auf Pause. Werkzeugladen, nee, Fallensteller, Werkstatt, Schule, Wohnhaus,
Wo ist der Schürfzug für... Ach Gott, das ist echt... Das ist ein Batteriepack. Lagerhaus. Das muss doch irgendwo relativ zentral sein. Das habe ich doch nicht erst so spät gebaut. Wohnhaus. Ach, come on, ey. Das ist echt... Jetzt muss man mal gucken, wie das Ding aussieht, das Gebäude. Das geht ja nicht an. Das ist so nervig, dass die Gebäude nicht so einen guten Wiedererkennungswert haben. So, Förstersägewerk, Recycler. Ach Mann, ich wollte mir den angucken. Hier, Recycler. Das ist so ein Zelt mit so Plan an der Ecke. So ein halbwegs über die Ecke gehendes Zelt. Ach, hier oben, der hier, oder? Nee, warte mal, das hier ist das. Es hat mittlerweile ja schon ein Symbol drüber, aber trotzdem ist es irgendwie so... So, da ist Plastik. So, wir können unsere Leute wieder bewegen. So, alle gehen sie mal zurück. Man müsste ihm sagen können, hier, geh nach Hause. Einfach den Befehl geben, geh nach Hause, und er nimmt dann jede aller 6 Stunden seine Aktionspunkte von selber und latscht nach Hause. Weil ich weiß nicht, wie viel man irgendwann von diesen Spezialisten hat, aber wenn man die... Ich hab das ja schon mal thematisiert. Wenn man die alle manuell bewegen will, da wirst du ja irgendwann bekloppt. Da kann man ja fast schon von Glück reden, dass wir da einen mal verloren haben, weil das ist schon teilweise ganz schöner Aufwand ist. So, hier ist nochmal Metall. Mit nur... Wie viel hin? Ah, das könnte man sogar mal riskieren. So, hier fehlt... Ah, Überraschung, Metall. So, die Gruppe Überlebender. Was machen wir mit ihnen? Ach, ich habe beim letzten Mal gesagt, wir lassen keine Leute mehr rein, aber ich... Ich kann das nicht. Ich bin nicht so ein Mensch. Komm her. Es tut mir leid. Ihr seht auch, die Leute finden das grundsätzlich gut, wenn wir die reinlassen. So, 21 Kolonisten sind obdachlos. Wir könnten ein Wohnhaus... Was ist das? Achso, das zweistöckige Haus ist, das ist einfach noch geiler. Wir könnten aber auch ein normales Wohnhaus bauen. Da passen auch 8 Leute rein. Dafür brauchen wir 14 Metall. Das, und ah, die doppelstöckigen sind kleiner. Die sparen halt Platz. Okay, verstanden. Jetzt stehen die ja alle am Eingang rum. Okay. Letztens standen sie noch hier. Die stehen da einfach nur rum und machen nichts. Das ist geil. Naja, gut, okay. Ansonsten... Wir bauen mal ein weiteres großes Feld. Warum können wir das da nicht hinbauen? So. Weil wir natürlich, Weil wir natürlich Nahrung brauchen für die Leute. So, große Windturbine ist fertig. Das ist gut. Dann können wir nämlich jetzt anfangen, den Bohrturm zu bauen. Ach, guck mal, der ist gar nicht mal so groß. Darauf geht man mal eine Prio. Das Haus hier wird Low Prio. Und das Feld ist Hoch Prio, ja. Denn Nahrung, ihr seht, wir waren schon mal über 1000. Das geht schon wieder runter. Und in einem Tag geht auch die Pandemie los. Man müsste fast überlegen, ob wir jetzt dadurch, dass wir nochmal 21 Leute reingelassen haben. Ne, 23, ob wir nicht nochmal ein weiteres Medizinzelt bauen. So, Spezialisten sind einsatzbereit. Wir arbeiten die nacheinander ab. Du gehst da hoch. Du gehst dahin. Du gehst zurück. Du gehst auch zurück.
Okidoki, sagt er. So, und siehe... Komm, Metall. Die Ressource, die wir unbedingt brauchen. Oh, sehr gut. Sie hat keinen Schaden genommen. Das gefällt mir. Das heißt, wir können es im nächsten Mal nochmal riskieren. Wir machen nur noch 10 Wasser. Das wird uns bei der Pandemie gleich auf die Füße fallen. Deswegen hier, dieser Bohrbrunnen muss unbedingt fertig werden. So, und hier geben wir Soja. Wir haben genug Leute, die da in den Feldern arbeiten können. Deswegen können wir da auch überall maximal die Leute reinstecken. So, wie ist die Lage hier? Immer noch gar kein Metall vorhanden. Das ist nichts gut. Das ist gar nichts gut. Man macht mal ein bisschen Zeitbeschleunigung. Die Pandemie wird auf jeden Fall gleich losgehen, schätze ich mal. Ein Bandit steht vor dem Tor. Okay. Handelnder Bandit. Ein Typ nähert sich dem Tor mit einem vollgestopften Rucksack, der an den Nähten aufzuplatzen droht. Es ragen Baupläne, Zollstöcke und andere Dinge aus der Tasche heraus. Zwar weist er all die üblichen Kennzeichen der Banditen auf, verhält sich aber sehr untypisch für einen Vertreter dieser Art. Könnte ich wohl mit der Person reden, die hier das Sagen hat. Ein Bauer der Meisterklasse ist hier. Ein Bauer der Meisterklasse, okay. Ist hier und ihr hört euch besser an, was ich euch bieten kann. Er baut irgendein Denkmal und will Baumaterial. Wie wäre es also mit einem kleinen Handel? Wir geben ihm Holz und kriegen dafür 3 Medizin. Wir geben ihm Plastik und kriegen dafür Forschungslämpchen. Oder wir fragen ihn, ob er was Aufregenderes hat. Och nö. Guck mal hier, gib mal die Forschungslämpchen. Dankeschön, tschüss. Und wir gucken mal, was wir mit den 700 Forschungslämpchen mittlerweile also anfangen können. Delikatessen, Essen, Abbau von Aggression, Wissenerhalt, Bibliothek. Die erhöht die Zufriedenheit. Für den Bau werden Unterhaltungskisten. Da haben wir, glaube ich, schon welche. So, was ist hier? Arena, Abbau von Aggression. Da können sie sich prügeln. Wir könnten ein Instandhaltungswerk forschen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf die Reparatur. So. Wie sieht's aus hier? Vorrat an Werkzeugen geht zu Ende. Was für eine Überraschung. 1 von 10 Metall. Wow. Kacke. Ich sehe schon, wir müssen tatsächlich noch einen... Huch. Eigentlich können wir wieder einzoomen, genau. Einen weiteren Metallextraktor. Weil selbst wenn wir jetzt die Welt tot oder leer looten mit Metall, es wird nicht reichen. Oh, oh, die Nahrung geht stark nach unten. Gut, dass wir noch ein Feld gebaut haben. Ich würde fast sagen, wir bauen mal noch ein Feld. Die Frage ist, wohin? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Fallensteller arbeitet hier. Können wir mal die Arbeitszone ein Stück hier nach hinten verlegen? Wieso? Dahin. Und wir halt essen. Mittleres Feld. Nee, wir gehen direkt aufs große Feld. Insektenfarm. Gewächshaus. Ein effektiver und verlässlicher Methode des Nahrungsanbaus. Lebensmittel können auch hier während der Katastrophe in Gewächshäusern angebaut werden, ohne dass die Ernte dann zerstört wird. Ja, komm, wir bauen mal ein Gewächshaus. Das braucht witzigerweise kein Metall. So, unsere Spezialisten können wieder was machen. What? Wo ist ein Lauchheim? Oh, da ist ja Lauchheim. So, das heißt, sie ist da. Sie dahin. What? Kann. Schade, nicht bis Lauchheim rennen. Ja, yeah, I'm talking to you. What? Geh mal dahin.
Und sie lootet nochmal das Metall hier oben, ohne hoffentlich Schaden zu nehmen. Geil. Geilo. So, Tage bis Eintritt der Katastrophe 0. Ja. Wenn wir jetzt endlich mal hier irgendwie 4 von 10 Metall. Ich krieg eine Macke. Können wir das auch pausieren? Ja. Wir pausieren mal komplett da oben den Bau des Wohnhauses. Dass wir da erst auf diesen Wasserbohrturm bauen. Nehmen die sich auch nicht gegenseitig die... das Gewächshaus. Ach, von wegen, das braucht kein Metall. Ich hält. So ein Scheiß. 20 Metall braucht das Ding. Oh her, mach die Küken auf. So, hier wird jetzt warten auf Ressourcen. 4 von 10, immerhin. So, und da geht's los mit der Pandemie. Und wir sind bei minus 60. Alter Falter. Und der normale Wassertour. Ach, der braucht keinen. Der braucht. Oh, shit. Wir haben zu wenig Wasser. Das wird hart. Oh, hier, der wird gebaut. Bis jetzt sind jetzt alle Ressourcen da. Das ist schon mal gut. Dass wir jetzt auf einmal so viel Wasserverlust haben. Wie viel Wasser haben wir denn noch Vorrat? Oh je! Scheiße, baut das Ding! So, Spezialisten sind einsatzbereit. Oh je. Ach, guck mal, der hat komplett gelootet. Dann geh auch mal zurück. So. Ab mit dir rein. Ab mit dir rein. Kann sie reinlaufen? Nein! Oh Mist, wir müssen noch warten auf sie, bis das Metall endlich da ist. So, hier, wie ist die Lage? Der ist zur Hälfte gebaut. So, dann bau erstmal das Wohnhaus. Warten auf Bauer. Okay, die bauen hier den Brunnen. Wir sind bei minus 30. Der große Turm ist fertig. Wassermangel. Ja. Ich bin dabei. Ich bin dabei, das anzugehen, das Problem, liebe Leute. Irgendwas ist auf der Weltkarte. Hier. Sie hat Punkte übrig. Welche ist denn das jetzt? Nadja. Warum kann sie nicht in die... Hä? Angeblich hat sie Punkte übrig, aber dann auch wieder nicht. Ach, sie ist drinne. Jetzt habe ich das verstanden. Sie hatte nur noch Punkte übrig. Wir sind bei minus 18 Wasser. Wie viele sind jetzt noch am Bau? Jetzt würde ich gerne mal weiter rauszoomen. Hier ist noch einer am Bau. Hier ist noch einer am Bau. Ist noch rechts einer am Bau? Nee. Oh je, Mine. Minus 4. Ach, Scheiße. Okay, Spezialisten einsatzbereit. Das müssen wir mal gucken. Aber sie nicht. Wer ist denn einsatzbereit? Sie. Wo schicken wir dich denn mal hin? Wir schicken dich mal nach Norden. Sie ist aber jetzt die Einzige, die einsatzbereit ist. Jetzt kommen die anderen.
So, was ist hier das Problem? Im Bau? Okay, das Wasserproblem haben wir gleich behoben. So, du jetzt mit dem Metall hier rein. Du auch. Irgendjemand anders schon wieder Punkte? What do you want? Ja, ich will, dass du zurückgehst, Schätzelein. So, minus 4 Wasser. Das, ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Der Brunnen hier wird gebaut. Okay, sehr gut. Wir haben wieder Wasser. 12 Kolonisten sind infiziert. Es sieht ganz gut aus. Das Wasserproblem hat mich gerade so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Nichtsdestotrotz ist die Folge vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Seid gespannt, wie es weitergeht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das die zweite Welle der Pandemie ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade wieder ein bisschen Metall übrig. Müssen wir uns am nächsten Mal gut überlegen, wie wir das investieren. Allerdings geht uns jetzt der Zement aus. Ach. Irgendwas ist halt immer hier in dem Spiel. Aber so ist es halt. Das ist die Herausforderung. Und es ist eigentlich auch ganz cool. Es ist jetzt nicht so, dass man hier Frust schiebt, sondern man muss halt einfach gucken, dass man die Balance hält. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer Kulle, Ködö, Parsival, 122er und Krongsturm. Und wir sehen uns dann wieder zu einer der nächsten Folgen. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.